So Leute, Karottensaft kann man selber herstellen. Ich habe jetzt schon 1 Kilo Möhren hier ins Wasser reingeraspelt. Den Vorgang, wie ich hier mitgearbeitet habe, den wollte ich euch natürlich ersparen, ne? Ich werde hier nicht eine Stunde lang ein Video machen, wo man hier raspelt, ne? So, das würde sich ja übelst in der Länge ziehen, da würden wir ja auf über 15 Minuten kommen, ne? Ne, da würden wir ja über 15 Minuten hier reinraspeln ins Wasser, ne? Das müsst ihr euch jetzt so bildlich vorstellen, wie ich das gemacht habe, ne? 1 Kilo Möhren habe ich jetzt hier rein gemacht oder anderthalb. Hier, wir haben noch ein bisschen übrig. Ne, ein bisschen haben wir noch übrig. Ich habe die natürlich vorgewaschen, logischerweise, ne? So, jetzt werden wir erstmal volle Pulle kochen. Ne? Es muss gekocht werden. So, und dann geht es nachher mit diesem Instrument weiter hier. Ne? Das wird reingehalten nachher. Natürlich mit Mixer drauf, ne? Also mit Motor drauf. Ne? Und dann ist gut. So macht man Karottensaft. Mehr gibt es dazu nicht zu erklären. Ja, braucht man keine umständlichen Videos machen. Ne? Dann kann man auch ein bisschen Zucker oder Honig, je nachdem, reinmachen. Aber so macht man halt Karottensaft, Leute. Also immer ganz entspannt. Ne, da braucht man nicht hier stundenlang labern.